Das ist wirklich sehr stolz, ja. Aber nun, für all die Unannehmlichkeiten. Wir bezahlen euch. Ja, ach kommt. Ich will freundlich sein. Das Dreifache für den Tag. Und drei Silber pro Tag. Drei Silber, ja, dann könnt ihr, wie lange wollt ihr das haben? Aber ich will das vorher. Und ich will eine Versicherung, wenn ihr mich nicht mitnehmt, sondern alleine fahren wollt. Nicht, dass ihr irgendwie mir das Boot nicht wiederbringt. Dann will ich im Vorfeld, sagen wir, wenn ihr es 10 Tage haben wollt, ich kann nicht gut rechnen, ihr müsst mir helfen. Tut mir leid. Tut mir leid, meine Freunde. Also, drei Silber ist richtig, ne? Das ist das Doppelte, das Genau. Dreifache. Und für 10 Tage, was macht das? Das wären drei Goldtaler. 3 Gold. Boah, da kriege ich ja richtig viel Bier für. Und Oh dann ja. eine Versicherung. Was kostet mein Boot? Oh, was kostet mein Boot? Ich sag mal so 50, 20. Gib mir 20 Goldstücke. 20 Goldstücke für das Boot. Da ist Metall dran. Was sagst du, mein Freund? Da ist Metall dran, da hat er recht. Ich Hat möchte er mal das recht. Boot schätzen. Das sind dann 20 und 3 Gold. Ich weiß aber nicht, sind das? Er versucht so ein bisschen mit den Fingern zu zählen. 23. 23 Goldmünzen. Meine Freunde. Dann stelle ich auch keine Fragen. Weißt du was? Das hört sich gut an. Das Okay. hört sich wirklich gut an. 23 Gold-Dukaten. Hier ist der Liegeplatz. Liegeplatz 25. Und da könnt ihr dann. Ja, dann gehört euch das jetzt, wenn ihr mir das Geld gebt. 23 Dukaten. Ja, ich Ich bezahle gebe den ihm Mann. dann. Ja, gut. Gut, kannst du das Geld abstreichen. Und er reibt sich einmal über die Hände. Läuft zu ein paar anderen Leuten, zeigt zu euch rüber. Er murmelt wohl irgendwas, ihr könnt da noch grob verstehen. Bier, ganz viel Bier. Und ja, nachdem er ganz viele Leute eingesammelt hat, verschwinden 10, 12 Fischer. Sehr schön. Nun, wollen wir uns das gute Stück mal angucken? Ich denke, wir stehen direkt vor dem Boot, oder? Ja, genau. Steht direkt davor. Ich Ihr könnt mach mal den das, ihr könnt Fußtritt. das, ja, ganz Fuß, Plattenstiefel gegen Metall. Ist ein schweres, gutes Holzboot. Du kannst das über Boote fahren oder über auch Segeln. Kannst du beides benutzen, ganz wie du willst. Musst du so ein Segel aufziehen. Also ist alles da. Fischernetze vorhanden, schwarzer Sind da Paddel Schleim. drin? Ja, 2 Stück. Okay. Ist vielleicht ein bisschen schwergängig. Also du solltest es eher segeln, aber man kann das eben auch mit Boote fahren benutzen. Sieht vernünftig aus, würde ich sagen. Also ich habe noch nicht viele Boote gesehen, aber das hier sieht eigentlich vernünftig aus. Tatsächlich, ja. Es ist faszinierend. Metall, das schwimmt. Ich denke, die Idee sollte zu Hause viel wert sein. Bestimmt, bestimmt würde die Boote auf jeden Fall stabiler machen. Ich schaue mir das Ganze noch mal eine ganze Weile genauer an. Ja, kannst du gerne machen. Irgendwas Besonderes, was du jetzt noch wissen möchtest, oder einfach nur studieren? Studieren. Ich denke mal, ich verstehe das Prinzip dahinter. Dann immer. Ja, Sichelstiegtor? Sichelstiegtor? Was denn? Sichelstiegtor? Nee, Asarin-Scharlach-Karte. Ah, okay. Möchtest du einfach bei ihr lernen oder irgendwas Nein, Besonderes nein, hier jetzt will ich wissen? natürlich ein Gespräch anfangen. Ja, Es geht ja um ein okay. Karakir. Ah, um die Karte. Okay, gut. Ja, dann kannst du sie begrüßen. Auch wieder da der fette Prophet Muakim al-Azabat, von dem du dann auch bei den Gesprächen mit Azariel nicht so sehr Positives gehört hast. Und auch Ragnar hatte sich, als er sich nochmal kurz mit dir unterhalten hatte, nicht so viel Gutes von dem Mann erzählt. Das ist wohl sehr gierig, wie alle Mendenaraner. Immer, mein Freund, du kommst spät. Ja, ich muss noch ein paar Dinge erledigen. Ich habe da so ein paar Fragen. Und zwar, Sprich offen. wir hatten uns überlegt, dass wir vielleicht mit einem Karakil abreisen wollen. Wir sind aber, ja, wir sind aber eine ganze Menge Leute. Und ja, wir sind mindestens 7, 8 Leute, denke ich mal. Passt das auf einen Karakil drauf? Kann das ein Karakil? Ja, was kostet so etwas? Gut, Kosten lassen wir mal außen vor. Ja, wie sind da so die Möglichkeiten eines Charakil? Nun ein Transportmittel durch den Limbus oder zur Luft? Wie soll das geschehen? Du musst wissen, dass das Limbusreisen hier rund um Yol Gurmak sehr gefährlich sein kann.
Auch für dich, mein Freund. Die Dämonen unterscheiden nicht zwischen guten Kreaturen und schlechten. Dann wäre natürlich diese Luft sozusagen das Intelligenteste. Ja. Es gab vor ein paar Jahren mal eine sehr kreative Erfindung, wie ich finde, eine Transportbox oder ein Gestell, was man unter einen Charakir montieren kann. Und dann trägt er es in die Luft, während man sich auf dieses Gebilde stellt. Ja. Gibt sowas hier in der Stadt? Ich denke mal, die Stadt hat ja, was das angeht, ist es ja in der Hinsicht wahrscheinlich das fortschrittlichste, mit einer fortschrittlichen Städte, denke ich mal, was den Mondtransport angeht. Ich denke auch. Die Stadt ist nur durch deine eigene Kreativität begrenzt. Das heißt, wenn du so etwas bisher hier nicht gesehen hast, dann musst du nur etwas deinen Geist anstrengen oder jemanden bitten, dass er das für dich tut, und dann wird das so etwas geben. Verformbares Holz ist hier sehr leicht zu beschaffen in einer Stadt des Aglimot. Das stimmt. Gut, dann müsste ich mal gucken, ob ich in der Magierakademie überhaupt Gehör finde, wenn ich einen Karakil zu Diensten haben will. Nun, ich denke schon, dass ihr dort vorsprechen könnt und das Beschwören eines Dämons, gerade jetzt eines einfachen Dämons wie eines Karakils, soll wohl nicht das Problem sein. Ach, das ist ein einfacher Dämon, er scheint so groß und riesig. Naja, man unterscheidet da zwischen den niederen Tieren und den Gehörnten, und je nachdem, wie groß oder wie komplex es werden soll, wie viele Hörner hat, kann diese Beschwörung dann schon etwas größer werden. Aber da wir oder die Yolgomaka ihre Türme drehen können, eine sehr besondere Art der Beschwörung. Sieben Zacken braucht einen Kreis, und wenn man sie dreht, die Zaya-Zeichen auf dem äußeren Rand. Hier, du musst übrigens aufpassen. Hier, Tafel, Kreide. Sie malt wieder ein weiteres Zeichen an, was du schon kennst, aber sie verbessert es so ein bisschen und legt einen neuen Schwung und Kringel durch. Ja. Mit neuen Zaya-Zeichen kann man, wie gesagt, die Beschwörung von den gehörenden Dämonen spezifizieren. Aber ein Karakil ist, glaube ich, nichts, was der Anstrengung bedarf. Die Kosten für so etwas in der Heptagon Akademie kenne ich allerdings nicht. Ja gut, die werde ich bestimmt, also einen Preisvorschlag werde ich mir bestimmt anhören lassen können. Ich muss noch ein paar andere Dinge erledigen, deswegen kann ich jetzt nicht sofort lernen. So leid mir das auch tut, aber ein paar andere Aufgaben verpflichten mich gerade noch. Wobei wir ja schon beim Thema waren, eigentlich lässt man sich so nicht verpflichten, aber eben ich will diese anderen Aufgaben zuerst vorziehen. Auch wenn ich weiß, dass die Lehrzeit mit dir sehr begrenzt ist, Azaril, und mir das Ganze sehr viel bedeutet hier, habe ich auch noch andere Projekte, denen ich nachgehe. Nun, auch ich werde dir keine Grenzen oder Vorlagen geben. Super, dann denke ich mal, heute wird das wahrscheinlich nicht mit dem Lernen. Ich gucke mal, dass ich morgen die Zeit dafür finde. Und vielen, vielen Dank für die Informationen. Ja, so wird man zum Sichelstiegtor will man nicht direkt, man will ganz gerne den anderen Weg gehen. Man will sich ganz gerne rumfragen, wer schon mal Ärgernis und Probleme hatte vielleicht mit den Wachen vom Sichelstiegtor und wer da wohl der Verantwortliche oder die Verantwortliche ist am Sichelstiegtor, wachentechnisch gesehen. Du meinst jetzt irgendwelche ziviles Volk? Genau, man wird zum Beispiel jetzt mal hier in diese Taverne gehen, wo ich früher war. Wie heißt der nochmal? Torischer Landhof. Ja, genau. Ja. Und da wird man einfach mal gucken, ob man da ein paar Leute findet, die für ein ausgegebenes Bier oder zwei ein wenig über den Sichelstieg über das Sichelstiegtor plappern. Und möglicherweise erstmal überhaupt mir ein wenig was Gerüchte technisch über den Machthaber, die Machthaberin, wie auch immer, am Sichelstiegtor erzählen können. Und vielleicht ein paar Gerüchte darüber noch in Erfahrung zu bringen, bevor ich da jetzt hier versuche, so etwas zu tun. Nachher laufe ich dann da direkt ins offene Messer, wenn ich sowas mache. Ja. Auch du darfst noch einmal eine Gassenwissenprobe plus 3 machen. Sollte, glaube ich, nicht das Problem sein. Und kannst dich dann von dem Torischen Landhof weiter durchfragen. Und wirst dann etwas weiter südlich zur Kapelle der Schwarzen Erde gewunken, dem Zentrum
dem Zentrum hier von diesen Schwarzkornbauern, die hier aktiv sind. Das Schwarzkorn wird nördlich von hier gesammelt, geerntet und dementsprechend muss es dann hier eben durch dieses Tor hindurchgebracht werden und da sind dann die Bauern auch sehr ungehalten, die Bauern vom Magramfeld, weil es da wohl natürlich immer mal wieder Drangseleien gibt mit den Irrhalkgardisten und da wirst du dann wohl am ehesten einen Ansprechpartner finden. Ja, also mein Charakter würde ganz gerne, um das Ganze jetzt hier vielleicht noch zu vereinfachen, dann bei den Makram-Bauern, würde ganz gerne jetzt hier einige Heller ausgeben, und zwar insgesamt 100 Heller, was ungefähr einem Dukat entspricht, in immer wieder kleinen Münzen, die er hier und da rausgibt, um Informationen zu bekommen und dass die Bauern sich ein wenig Zeit nehmen, um mal kurz zu plappern. Ja, soll gelingen. Was möchtest du wissen? Ja, wer ist denn da so jetzt hier am Tor die Machtperson, die da irgendwie die höchsten Befehle gibt am Tor selber? Die meisten, die aber auch sozusagen so gut wie immer am Tor selber ist. Ja, das wird wohl ein Oberweibel sein. Die Befehlsstruktur ist hier dann auch noch recht ähnlich zum Mittelreich. Warum sollte man sich da was Neues bemühen? Oberweibel Dämonik. Dämonik Köhler. Oberweibel hat hier die Befehlsgewalt dann über die anderen Leute. Du würdest hier sicherlich auch irgendwo Hauptmänner noch finden, aber die sind dann weiter im Süden der Stadt. Hier gerade im Norden. Man vertraut einfach auch auf die paar Irrhalgen, die dann oben noch drauf sitzen oder dicker Gühlen. Und wenn du irgendwo. Ja, das durch, mit Gewalt ist ganz klar, das ist nicht gut möglich. Also dann Oberweibel Dämonik ist hier der Ansprechpartner. Hm? Was weiß man so über den? Was ist das so für ein Typ? Ja, ist er zum Beispiel besonders gierig oder ist das eher sozusagen jemand, der irgendwie besonders stark gläubig ist oder wie ist das so, was weiß man so bei den Gerüchteweise? Ja, er ist ein bisschen intrigant, er ist nicht wirklich clever, aber er verpfeift gerne auch mal seine, oder hat das früher getan, er hat gerne mal früher seine Leute verpfiffen, die dann neben ihm standen, um dann ja, aufzusteigen, hat er nach unten runtergetreten, also er tritt dann auch gegen seine eigenen Irrhalkengardisten, die dann unter ihm stehen, und ist dann eben nach oben hin, backt er kleine Brötchen, wenn man so sagen möchte. Und er ist einfach nur fies. Die Leute leiden unter ihm. Gut, jetzt die anderen Irrgedisten, ob das jetzt wirklich Leid ist, nein, aber sie mögen ihn halt nicht. Also er ist echt nicht beliebt. Gierig, ja, schon. Also vor allem Informationen nimmt er gerne an. Einfach damit er selber weiter in dieser Riege aufsteigen kann. Wenn du ihm da irgendwas gibst, irgendwas zum Füttern, dann wird er dir aus der Hand fressen. Was für Informationen will der denn wohl? Für was interessiert er sich denn dann? Naja, also ich glaube so das Nordtor, Sichelstiegtor, da bist du ja richtig schön weit vom Zentrum weg. Da hast du halt nur diese kleine Kapelle der Schwarzen Erde und die, naja, uns, er sagt immer, wir stinken, wir Schwarzkornbauern stinken so ein bisschen nach Öl, aber das stimmt ja gar nicht. Und eigentlich ist das Ziel so von allen, dass sie weiter in Richtung Süden, immer weiter zum Üslisee und naja, wenn er es ganz einrichten kann, dann sogar bis zum Schwarzen Palast. Das ist immer so das Ziel von den Leuten. Da muss ihm irgendwie was vielleicht anbieten können, dass er irgendwie vielleicht befördert wird. Wie auch immer das geht. Also so schätze ich ihn ein. Ich vertrage mich nicht so viel mit ihm. Alles klar. Dann würde mein Charakter nochmal in die Stadt wandern und will jetzt ganz gerne Informationen haben, wer denn wohl der nächste Vorgesetzte von dem Mann ist. Carmotil, beziehungsweise Hauptmann Carmotil. Hauptmann Carmotil, ich muss gerade mal schauen, ob die Irrhalkengardisten noch einen eigenen Sitz haben. Das weiß ich gerade nicht. Ja, die blutrote Festung, da sitzen die. In der blutroten Festung, das ist die 18 für dich. Ein asymmetrisches Gebäude von gut 80 Schritt Höhe. Der Rest der Irrhalkengarde sitzt hier. Und wird dann sowas wie städtische Büttel oder so etwas stellen.
Die Festung selber beherbergt dann auch noch ein paar Flugdämonen, ist gelost und glitzert immer so ein bisschen innerlich rötlich, glüht und einige Gargulen steigen dann aus diesen Flughöhlen auf. Spieße kannst du da noch erkennen und irgendwelche Speere, die dann da rausragen, wahrscheinlich noch irgendwelche alten Waffen aus dem Kampf mit Ysilia, die jetzt dieses Bauwerk, dieses Machwerk schmücken. Wo wohnt denn Vulkarmutil? Wohnt er in der blutroten Festung? Nee, wohl nicht, aber sicherlich ganz in der Nähe, irgendwo in Feuerborn wird er wohnen. Mit einer Gassenwissen plus 10 würde ich dir auch erlauben, dass du dann seinen Wohnsitz findest. Ich würde dafür sogar 5 Dukaten locker machen, hier und da in kleinen Stücken, um mir die Gassenwissenprobe vielleicht zu erleichtern, indem ich Leute eher besteche. 5 Dukaten? Dann würfel mal 1W6. Ja. Dann ist die Probe um 8 erschwert. Gut. Fragst du dich in Feuerborn rum, also da oben beim Magramfeld, weiß das natürlich keiner, die Stadt ist unglaublich groß. Habe ich gar nicht gebraucht, die Erleichterung, aber okay. Ja, ja, sicher. Du würdest auf alle Fälle dann das Wohnhaus von dem Hauptmann Karmutil finden. Und es ist eine kleine Villa, ein großes Haus, ganz so sicher bist du nicht, hat zumindest ein großes Tor noch davor, irgendeine Dämonenfratze drauf und da steht dann auch keine Wache davor oder sowas, aber du würdest im Haus, durch das Fenster kannst du so ein paar Bedienstete mal sehen, die da so hin und her gehen. Also es ist ein kleines Haus. Ja. Also kleine Villa, großes Haus so. Ja, dann würde man jetzt die Intrige vorbereiten gehen. Man wird Grollme aufsuchen. So. Wir wechseln einmal zu Tioninia Cravetti. Ja, nachdem sich unsere illustre Gesellschaft zerstreut hat, würde ich auf ein Papier, was hoffentlich im Hotel im Zimmer vorliegt, also in jedem guten Hotelzimmer sollte eigentlich Stift und... Ist kein gutes Hotelzimmer, aber ja, kriegst du. Würde ich einen Brief an Balfimor von Punin verfassen? Balfimor? Den Gegenintriganten sozusagen. Ja, was möchtest du aufschreiben? Ich schreibe es im Auftrag von Asmodeus. Ich würde mir später die Unterschriften auf ihm holen, aber kommt später. Zuerst würde ich schreiben: Ich beobachte euren Aufstieg in den Reihen der Magier Yolgomax mit großer Anteilnahme und erwarte euren Auftritt beim Kaiser mit freudiger Erregung. Möge euer Erfolg uns allen den Weg zu höheren Aufgaben ebnen. Dann wird die Unterschrift folgen: Asmodeus von Andergast, Hofmagier aus dem Palast zu Yolgomax. Dann würde ich schon mal vorbereiten. Den Brief dann halt trocknen lassen mit Löschstand, wie auch immer. Zusammenrollen. Und würde mich dann auf dem Weg in Richtung des Schwarzen Palastes machen. In Richtung Schwarzer Palast. Genau. An wen schreibst du den Brief nochmal? Bitte? An wen du den Brief schreibst? An Balfimor von Punin. Dankeschön. Ja, der Palast ist wahrscheinlich nicht besonders schwer zu finden. Nein, du warst ja auch schon da. Du bist ja schon gemeinsam mit Asmodeus von Andergast eingelassen und kannst dann jetzt dieses Mal alleine durch die schweren Gänge in Richtung erstmal nach oben gehen. Über dir wieder ein paar weitere Krähen, die sich wie automatisch in die Spieße und Speere bohren und da dann den Selbstmord begehen, um dann als weitere vielleicht untote Krähen dazu dienen, oder du weißt auch gar nicht, wo die alle herkommen. Sie fliegen alle nur um diesen Palast herum und wirst dann durch die schweren Tore eingelassen, nachdem du dich dann ausweisen kannst. Das würde ich machen. Ich würde mich dann gleich zu den Gemächern von Asmodeus begeben. Ja. Wobei an der Halle der Trophäen mehrere verschiedene große Gänge, die dann hier auch weite Korridore, in denen man dann auch reiten könnte, und die Treppe nach oben in den ersten, zweiten, dritten, vierten Stock, wo dann Asmodeus wolltest du, ja. Ich würde erstmal anklopfen an die Tür. Keine Antwort. Dann würde ich einen Schritt zurücktreten
und einen Odem Arcanum. Odem Arcanum Sensei. Okay. Sprechen. Ja. Gute Idee. Ja. Auf die Tür, natürlich, ist klar. Auf die Tür, na klar. Der ist gelungen. Mhm. Ist nicht magisch. 2W6. Dann kostet er dich 9 weniger, er ist umsonst, und 1W20. Gut, weiter geht's. Dann würde ich die Türklinke runterdrücken und die probieren, die Tür aufzumachen. Ja, du merkst, dass da wohl guter Zug herrscht, wenn du die Tür einmal aufmachen möchtest. Das Fenster ist sperrangelweit offen, wieso auch immer, und das Zimmer ist verlassen. Gut, ich würde in der Tür stehen bleiben und nochmal den Blick durch das Zimmer schweifen lassen. Die Harfe ist immer noch da, wo sie steht, vorher stand. Genau, in der Mitte des Raumes vor dem großen Bett. Gut, dann würde ich die Tür wieder verschließen und mich im Gang umgucken, ob ich in Gradissen irgendjemanden finde, einen Bediensteten, wie auch immer. Ja, nach 2-3 Minuten wirst du, nach 2-3... Sagen wir, nach 20 Sekunden wirst du dann erkennen, wie eine gebückte Person, ein Sklave, dann auf dich zukommt, beziehungsweise geht dann diesen großen, weiten Korridor entlang, und wenn du dann ihm zu verstehen gibst, dass du was von ihm willst, dann wird er auf dich zutreten. Hey du, wo finde ich den Hofmagus? Wahrscheinlich beim Turnier, mein Herr. Hm. Na gut. Gibt es hier jemand, der sich auskennt in diesen Kavernen? Ich kenne mich hier aus, mein Herr. Gut. Wo finde ich den Thronsaal? Den Thronsaal? Die Halle des Thrones. Zwei Stockwerke über diesem. Die Treppe weiter nach oben. Gut. Ich probiere mich gerade zu orientieren, geistig, wo das Aquädukt im Verhältnis zum Thronsaal steht. Muss ich mal Orientierung prüfen, oder? Du bist also, ich probiere gerade den Raum zu finden, wo das Aquädukt sozusagen in den Palast hineinführt. Von der Außenseite hast du es ja gesehen, dann würfel mal eine Orientierungsprobe. Bauwerke würde ich auch zulassen. Okay, Sekunde ist Natur. Ja. Okay, ja. Du bist irgendwo hier auf diesem Gang. Hier oben ist der Thronsaal und das Aquädukt ist dann hier. Okay. Dann würde ich mich auf den Weg begeben und probieren, diesen speziellen Raum, den Zugangsraum zum Aquädukt zu finden. Um mich dabei ein wenig umschauen, mich orientieren, dass ich später problemlos die anderen Leute durch diesen Palast führen kann. Ja. Da will ich jetzt aber eine Etiketteprobe von dir haben, weil du dich jetzt im höheren Etablissement befindest und dich dann in einem Palast zurechtzufinden. Ich glaube, da würde so. Ja, Gassenwissen ist es einfach nicht. Gassenwissen ist einfach ganz unterer als Oberreich. Das wird dann jetzt eine Etiketteprobe sein. Mhm. Okay. Ja. Ja, gut. Dann, wie gesagt, hier hast du gestartet. Hier ist der Thronsaal. Du kannst dann die Treppe hier wieder nach unten. An der Tür, da bist du reingekommen, kannst du dann geradeaus dich weiter durchfragen. Und hier könntest du dann irgendwo diese Zugänge zu dem Aquädukt vermuten. Okay. Dann würde ich mich mal schnurstracks auf den Weg zum Aquäduktraum in Anführungszeichen begeben. Ja. Wenn du die Tür öffnest, ist es ein ziemlich großer Raum, dafür, dass es eben nur so eine Einlaufstelle ist. Hier ist ein großes Bassin und einige Bedienstete schöpfen hier Flüssigkeit. Ich trete mal in den Raum hinein. Hera. Ja? Wie können wir euch zu behilflich sein? Sollen wir euch etwas waschen? Was führt dieses Aquädukt? Doch nicht etwa Wasser, oder? Wir sind uns nicht ganz sicher. Wir vermuten schon. Wir dürfen es nicht probieren. Ich trete mal näher ran. Zeigt her. Ja, es ist eine klare Flüssigkeit, die sich so verhält wie Wasser. Ich rieche mal dran.
kein Geruch. Steck meinen Finger rein. Ja. Vorsichtig. Gib mir mal ein W20 in die Box. Okay. Muss jetzt machen. Ein mysteriöser Würfel. Gut. Nichts passiert. Gibt es dort kleinere Eimer ist vielleicht zu viel gesagt, Gefäße? Ja, wo klar. Man. Also, das ist wie gesagt hier so eine Anlaufstelle für diese Flüssigkeiten. Mhm. Bassin, du wirst ja auch sowas wie einen Raum weiter, also mehrere Türen dann abgetrennt, wirst du dann auch eine Putzkammer finden mit Eimern und alles, was du hier irgendwie haben willst. Wurde jetzt irgendein Tonkrug, also den, wenn der Raum steht? Ja, wirst du sie in irgendeine Vase, eine kleine, kannst du als Tonkrug funktionieren. Ja, dann würde ich mal probieren, vorsichtig von so einem Eimer in diesen Tonkrug diese Flüssigkeit zu gießen. Und probieren, wenn es geht, diesen Tonkrug wie immer zu verschließen mit dem Deckel, whatever. Okay, das heißt, du möchtest die Flüssigkeit später analysieren. Mhm. Das soll wohl gelingen. Machen wir mal eine Alchemieprobe. Okay. Hab ich nicht mehr. Ja, aber Theorie ist nicht so meins. Theorie ist nicht so deins. Haben die anderen nur eine Über... Ich überlege, ja gut, ihr wisst ja auch nicht, worum es geht. Genau. Ich würde erst später analysieren, wenn wir wieder zusammenkommen. Ja. Dann würde ich... jetzt muss ich gerade überlegen. Zeitliche Reihenfolge. Probieren Asmodeus in der Stadt ausfindig zu machen, beim Turnier wahrscheinlich, beim Turnierplatz, bei der Arena. Gut, dann kannst du wieder zurück zur Arena gehen. Genau. Guck mir die Tür von innen nochmal an. Ist die von innen, verschließt man die Tür zum Aquäduktraum? Ja, du würdest da mehrere Riegel haben. Auch bei Asmodeus Raum hättest du sowas wie einen Riegel gehabt zum Vorlegen. Klar, wenn er irgendwie nicht da ist und dann durchs Fenster geflohen ist, hätte er das auch verschließen können. Aber ja, unstetige Magier, unstetige Leugam und Paktierer ist immer so eine Sache. Du wirst hier irgendwas verbarrikadieren können. Also wenn du da irgendwas was vorschiebst, einen großen Schrank mit Vasen drauf oder so, dann kannst du die Tür verbarrikadieren. Okay, alles klar. Ja, dann würde ich wieder zurück zur Arena gehen. Da treffen wir auf Jala. Ganz alleine. Ganz alleine reitet er in die Arena ein. Auf seinem Pferd. Auf meinem Pferd. Es wird vermutlich irgendwo eine Stelle geben, wo man, naja, seine Reittiere anbinden kann. Es werden nicht nur Pferde sein. Ja. Du kannst auch sehen, in großer Entfernung bindest du dann dein Tier an zu dem Reitschlinger, der da auch noch irgendwo steht. Genau, ich schaue mich nochmal um, ob ich irgendwelche Zwerge versehentlich im Handgepäck habe, die jetzt auf Rache sind. Nein, ich möchte aber auf dem Weg schon mal meinen Bogen aufgesehen haben. Also für den Fall der Fälle. Okay. Und dann gucke ich mir erstmal die Kämpfe, bis es dann für mich losgeht. Also bis ich den grünen Ritter irgendwo finde. Ja, der wird da auch schon am Rande eines der Plätze stehen und dir nicht zunicken, aber du siehst, wie Myria in seiner Begleitung ist auch und die beiden anderen Ritter mehr singunieren fällt. Mhm. Habe ich ihn schon mal kämpfen sehen? Bisher noch nicht. Hast du bisher deine Augen noch nicht drauf gehabt? Gut. Gehe ich auf sie zu. Ich halte mal zu. Da seid ihr ja. Nehmen wir also an, wir können loslegen. Es kann gleich losgehen. Hast du Bedeckung? Bedeckung? Bedeckung für dich, Gefährten. Die dich nachher aufkratzen. Ich glaube nicht, dass mich jemand aufkratzen muss. Ich würde das hier gern so ehrenhaft wie möglich über die Bühne bringen. Paktiere haben keine Ehre verdient.